Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum, ich glaube, 101. digitalen Salon. Eine Veranstaltung vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Kooperation mit dem D-Radio Wissen. Heute geht es, wie ihr sicherlich wisst, zum Thema im warmen Polar. Es geht zum Klimawandel, es geht um Klimaschutz und es geht ums Internet. Mein Name ist Jonas Kaiser, ich bin hier assoziierter Forscher am Institut und ich habe in den letzten 4 Jahren mich im Rahmen meiner Dissertation ausführlich mit der Online-Kommunikation zum Klimawandel beschäftigt und wurde insofern gebeten, hier die Einleitung zu geben. Und in dem Rahmen war ich kurzfristig etwas überfordert, weil Klimawandel natürlich irgendwie ein ziemlich abstraktes Thema ist, das auch verdammt facettenreich ist. Und ich dachte mir, ich mache es einfach so wie die Serien, die, je komplexer es werden, erstmal ein, was bisher geschah, hervorstellen und gebe quasi mal allen die Möglichkeit, dann auf dem gleichen Stand zu sein. Insofern mein ganz persönliches, was bisher geschah im deutschen Klimadiskurs, der von 1970ern bis eben heute reicht. Und es fing eigentlich alles an mit der Frage, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hatten in den 70ern, nämlich, was passiert eigentlich mit diesen ganzen fossilen Brennstoffen, die wir die ganze Zeit irgendwie verbrennen? Und was hat das eigentlich für eine Folge? Und sind die Folgen irgendwie gefährlich? Ist das problematisch oder was passiert damit eigentlich? Und dann natürlich auch, gibt es sowas wie ein natürliches Gleichgewicht, das wir hier irgendwie gerade extrem aus der Balance bringen? Da es die 70er waren, hatte man darauf noch nicht wirklich eine Antwort. Aber das Wichtigste war geschafft. Klimawandel war nämlich plötzlich ein Thema, das sowohl Wissenschaft wie auch Politik wie auch Massenmedien beschäftigt hat. Richtig los ging es im öffentlichen Diskurs dann allerdings in den 80ern mit dem für Brandbrief extrem bekannten Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die in einem Rahmen einer Pressemitteilung tatsächlich dann das Wort Klimakatastrophe in den Mund nahmen und warnten, dass, wenn es so weitergeht, in den nächsten 70 Jahren, also ich glaube, es müsste dann so 2050 rum sein, Teile von Deutschland und den Niederlanden unter Wasser stehen, dass wir Naturkatastrophen zu befürchten haben und haben sprichwörtlich den Teufel an die Wand gemalt. Denn, auch das weiß man heute, so extrem wie es damals formuliert wurde, ist es dann doch noch nicht. Allerdings hatte das zur Folge, dass natürlich in öffentlichen Diskussionen dieser Alarmschrei extrem aufgenommen wurde. Sprich, die Massenmedien haben so reagiert, wie Massenmedien reagieren, sprich mit Skandalisierung. Der Spiegel hat sich besonders hervorgetan, indem er ganz nüchtern den Kölner Dom auf dem Cover unter Wasser gesetzt hat. Und die Politik hat sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, verdammt, wie stehen wir eigentlich zum Klimawandel und was machen wir damit? In den 90ern hatte man dann eine Antwort darauf, was dazu führte, dass man einerseits sagte, okay, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen Emissionsreduktion, wir brauchen internationale Verträge, deswegen wurde beispielsweise Kyoto unterzeichnet, deswegen wurden wissenschaftliche Forschungsinstitutionen gegründet, deswegen wurde auch 1995 die erste Klimakonferenz in Berlin abgehalten und insgesamt merkte man also, okay, wir haben hier ein Problem und wir wollen das anpacken und lösen. Spannenderweise ist durch diesen Alarmschrei in den 80ern die Gruppe von moderaten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber auch von den ganzen Skeptikern und Skeptikerinnen komplett in den Hintergrund gerückt und sogar unter den Teppich gekehrt worden. Die hörte man nämlich nicht. Und deswegen hatte Deutschland eine ganz besondere Situation, dass man sich nur sehr kurz tatsächlich mit der Frage beschäftigt hat, was ist Klimawandel eigentlich? Und relativ schnell dazu kam, um zu sagen, okay, wie packen wir das an und wie lösen wir das Ganze? Und jetzt quasi seit Ende der 90er haben wir dieses Phänomen, dass wir uns damit beschäftigen, wie adaptieren wir uns, also quasi wie kommen wir mit dem Klimawandel irgendwie zurecht? Was machen wir dagegen? Wie machen wir es international? Wie machen wir es lokal? Ganz großes oder Vorzeigeprojekt der deutschen Bundesregierung ist natürlich die Energiewende, zu der wir nachher auch noch was hören werden, die allerdings auch voller Paradoxien steckt. Und derweil natürlich im Internet, wie könnte man das vergessen, hat sich so ein bisschen so ein Paralleldiskurs entwickelt. Denn einerseits bietet das Internet ganz viele neue Möglichkeiten für etablierte Akteure aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Gleichermaßen sind aber die 10-15% an Klimaskeptikern und Klimaskeptikerinnen, die es in Deutschland gibt, überproportional repräsentiert in den Kommentarspalten und Blogs und sozialen Medien. Und natürlich, dieser Klimaskeptizismus hat sich auch wieder in der realen Welt breit gemacht. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, hat die AfD nunmehr die erste Partei in Deutschland, die wirklich klimaskeptische Parolen in ihrem Programm hat und in Landtagen vertreten ist. Und wenn es so kommt, wie man vermuten kann, auch nächstes Jahr im Bundestag. Insofern haben wir quasi ein Spektrum an Positionen, die mittlerweile von Klimaskepsis bis hin zu Klimaschutz und auch Klimagerechtigkeit reichen.
Und das ist sozusagen jetzt die Ebene, auf der ich diese Einleitung stoppen möchte und sagen, ich freue mich sehr auf die Diskussion und ich freue mich sehr auf die unterschiedlichen Perspektiven, wie das Internet möglicherweise zum Klimaschutz und zum Weltretten genutzt werden kann. Danke. Na dann. So, ich habe eine Uhr, die offenbar nicht so gut geht. Digital ist besser, naja. Wenn es zu lang und zu langweilig wird, könnt ihr das ja gerne äußern. Ja, schön, dass ihr bei diesen tropischen Temperaturen auf dem Scheitelpunkt des Starkregens auf der Welle hierher gesurft seid oder reingespült wurdet. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass mitten in der Ferienzeit bei diesem unwirtlichen Klima oder Wetter, da sind wir ja mittendrin, so viele den Weg hierher finden. Und ich hoffe so ein bisschen, dass dieser leere Stuhl nicht leer bleiben wird. Wir waren das letzte Mal so ein bisschen unzufrieden. Also es ist ja immer so, dass im Salon viel mitdiskutiert wird. Aber irgendwie dachten wir, das wäre doch eigentlich auch hübsch. Wir machen es nicht ganz so frontal oder wir hier und ihr da, sondern adaptieren Innovation das Fishbowl-Prinzip. Und eine oder einer von euch und hoffentlich viele haben Lust, hier mitzudiskutieren. Es geht natürlich weiterhin vom Saal aus was rein zu maulen, zu meckern, zu kritisieren oder nachzufragen. Aber ihr könnt es auch hier tun. Also wenn ihr Lust habt, mitzudiskutieren, dann fühlt euch eingeladen. Das ist jetzt so eine Blanko-Einladung. Wer da meint, da muss ich ja unbedingt hin, soll jetzt bitte auch schon gleich kommen. Ansonsten wiederhole ich es aber auch immer mal und verschicke noch ein paar postalische Einladungen. So, also unsere Zukunft wird ja eigentlich eine schöne. Heute, gut, habe ich auf dem Weg hierher gesehen, von Prenzlauer Berg bis Mitte, überall werden die Keller leer gepumpt. Hier im HIG steht noch ein, zumindest als ich reinkam, vielleicht wurde er jetzt verbrämt, stand ein Eimer, weil offenbar irgendwelche Schotten nicht dicht gehalten haben. Ansonsten haben wir es ja ganz gut, wir werden mehr Hitze frei haben, wenn wir verständnisvolle Arbeitgeber haben, können mehr Badetage am See verbringen. Der Merlot wächst vor der Haustür, wir haben jede Menge Energie, unsere Photovoltaik, unsere Photothermie läuft auch auf Hochtouren, wir haben kein Problem. Wer in der vergangenen Woche die SZ gelesen hat, weiß, andere haben ein dickeres zumindest. In Bagdad 50 Grad im Schatten in der vergangenen Woche, in anderen Teilen des Irak 53 Grad. Nächtliche Abkühlung, also das, worauf ich mich heute Nacht freue, sind in Bagdad 32 Grad. Das ist die nächtliche Abkühlung. Wir reden deshalb heute sicherlich mit gutem Grund über Klimawandel online und fragen, ja, also das war ja jetzt schon ein gewaltiger Themenaufriss von dir, vielen Dank. Wir fragen, in welchem Verhältnis stehen denn Netz- und Energiewende respektive Klimawandel? Da ist man ja schon mittendrin. So, ich stelle euch die Gäste vor. Das seid zum einen ihr, also jeweils einer von euch, der die dann dort sitzt, und zwar neben Tanja Leutz. Du packst deine Kundschaft an, wo sie vermutlich mal so relativ sensibel ist, wie die meisten von uns, beim Geld. Du bist Geschäftsführerin bei CO2 Online. Also das ist eine Seite oder eigentlich ein Beratungsunternehmen, das informiert, das Tipps gibt, wo kann ich im Haushalt, in meinem Unternehmen, wo kann hier das HIG mit der Architektur, die es hat, Energie sparen, was in dem Falle heißt, vermute ich, Strom, Wasser und eben alles, was man so unter Energie versteht. Der Mensch braucht einen Anreiz. Bei euch ist das Energiesparkonto, auf das du uns auch vorab schon mal hingewiesen hast, per E-Mail. Auf dem kann ich nachvollziehen, wie viele Peseten habe ich denn jetzt schon wieder gespart durch den neuen Kühlschrank oder indem ich irgendwie beim Zähneputzen nicht das Wasser durchlaufen lasse, wo man sich fragt, wieso muss einem das jemand erklären, aber offenbar gibt es so Sachen, die man erklären muss. Mehr als 90.000 Menschen nutzen so ein Konto, ihr beratet aber sehr viel mehr. Und dann möchte ich euch einen Auszug aus deiner Biografie, wir lassen uns ja vorher offizielle Bios schicken, nicht vorenthalten. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team entwickelst du online- und dialogbasierte Kommunikationskampagnen im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz mit dem Ziel, standardisierbare und messbare Ansätze zu implementieren.
Ich liebe ja solche Sätze und würde gerne abfragen, wer den Anfang des Satzes noch weiß. Auf der anderen Seite sitzt Tatjo Müller, hat wie Tanja Politikwissenschaften studiert, hat auch promoviert. Dich hätten wir auch gut einladen können zu unserem digitalen Salon Ziviler Ungehorsam. Natürlich besonders schön, dass du dich heute auch ein bisschen dementsprechend verkleidet hast. War aber nicht Domestic Violence und auch nicht Civil Disobedience, sondern einfach ein häuslicher Unfall. Sieht aber ganz knorke aus. Also die Älteren unter euch werden sich erinnern, Castortransport Schottern. Da hat Tatjo mitgemengt, in den vergangenen Monaten im Mai zu lesen, regional natürlich, aber auch überregional, die Besetzung der Braunkohletagebaue in der Lausitz, Ende Gelände. Auch da mengst du mit und verdienst dein Geld als Referent für Klimagerechtigkeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und das klang bei dir, Jonas, ja eben schon mal an, auch das Wort Klimagerechtigkeit, das hat ja diese vielen Facetten, nanntest du schon. Du siehst Fragen zu Klima, Umwelt, Energie als soziale Fragen. Und Martin Kaul von der Taz, den wir dann in der Tat im digitalen Salon zum zivilen Ungehorsam da hatten, hat dir attestiert, er verfügt über das gewisse Dutschke-Pathos. Tatjo Müller ist sowas wie der Eventmanager einer ernstzunehmenden Angelegenheit. Hi, schön, euch kennenzulernen. Neben dir sitzt Hendrik Sendt, hat eine ausufernde akademische Bio. Ich glaube mir ein, zwei Punkte raus. Hat promoviert zum Thema Ideengenerierung im Internet und dann hast du für die Hochschule Anhalt den Studiengang Online-Kommunikation entwickelt. Der Spiegel hat dich und deinen Kollegen damals als die Blues Brothers des Internetzeitalters beschrieben. Yeah. Ich weiß immer noch nicht genau, was sie damit sagen wollten. Nur Gutes hoffentlich. Hier am HIG bist du weniger als Blues Brother, denn als Projektleiter Forschung und die RWE-Stiftung fördert dein Projekt Smart Energy User Innovation, was natürlich auch echt ein Brett ist. Und du untersuchst gemeinsam mit einem Kollegen von der TU die Aktivität von Nutzerinnovatoren im Bereich Smart Energy in Deutschland. Ach so, Mist, was ich vergessen habe zu sagen, euch betrifft es gar nicht so sehr, aber der Vollständigkeit muss es genannt werden. Das hier ist jetzt eine Veranstaltung mit eurer werten Beteiligung, wird später eine Radiosendung und wer will und mag, sieht uns jetzt im Stream. Wir streamen immer auf hig.de. Wenn ihr also hier Geständnisse ablegen wollt, was ihr für Schweine im Haushalt seid, im Verschwenden von Energie, überlegt euch das, das bleibt nicht im Raum. Und man kann rein twittern unter Hashtag Dicksal. So, also kommen wir zurück nochmal zu der auch sehr schönen Wortformation Smart Energy User Innovation. Da habe ich immer sofort so einen Affen mit einer Trommel im Kopf, der macht bum, 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 bum und ich weiß nicht, worum es geht. Also was machst du? Ich muss erstmal der Gerechtigkeit halber sagen, dass in der Hauptsache das Matti macht. Der sitzt da vorne, der promoviert nämlich in dem Projekt und ich durfte das mit anstoßen und darf da immer mal mit reinkommen. Also was macht ihr? Was machen wir, genau. Also wir kommen, diese ganzen Wortungeheuer, genau. Wir kommen aus der Perspektive, und das ist auch so meine eigene Geschichte, dass wir Nutzerinnovationen sehr spannend sind. Was sind Nutzerinnovationen? Innovationen kann man ja erstmal verstehen als etwas, was ein Unternehmen kommt irgendwie mit einer neuen Produkt oder Dienstleistung raus und meistens mit dem Zweck, irgendwie einen Gewinn zu erzielen, also ein Geschäft zu machen. Und wenn das aber ist nun... Ist ja nicht böse. Nö, das ist also genau, das hilft an ganz vielen Stellen und ist ein ganz wichtiges wirtschaftliches Prinzip. Ist aber von einer anderen Motivation erstmal getrieben als Leute, die zu Hause oder irgendwo in der Welt oder auch Organisationen, die sind und denken, wir wollen Dinge verändern oder etwas machen, nicht um in erster Linie Geld damit zu verdienen und mit einem Zweck von Gewinnerzielung, sondern eben um Problem zu lösen. Und der Rest ist uns relativ egal. Und dann fangen die nämlich an, ihre eigenen Probleme zu lösen. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass die meistens Dinge lösen, die eben dann auch wirklich ein echtes Bedürfnis haben. Also jetzt so ein extremes Gegenbeispiel ist der 12. Schokoriegel, der im Jahr versucht, im Supermarktregal zu bestehen und es nicht schafft, weil es auch einfach niemanden interessiert. Wenn ich aber selber zu Hause sitze und mich eventuell wirklich interessiert, naja, an welchen Stellen im Jahr verbrauche ich denn viel oder was läuft denn eigentlich oder an welcher Stelle läuft es denn nicht und ich das wirklich sehen möchte und da eingreifen möchte und mir dann überlege, wie kann ich damit umgehen, dann bin ich eine Nutzerinnovatorin, ein Nutzerinnovator und gehe diese Sache aus der Perspektive an. Um noch eine schöne Vokabel reinzuwerfen, dann bin ich der Prosumer oder die Prosumerin. Ja, also die, wo der Schuh irgendwie drückt und ich denke mir, da habe ich aber mal gerne eine Idee zu. Das ist jetzt schon, da wird es schon spannend, weil diese ganze, so
In der Tat ist der Einstieg oder der Prosumer hat ja was von Produzieren und nicht notwendigerweise von Innovieren. Ja, also da haben wir schon so eine erste interessante Differenz, sodass zum Beispiel im Moment in dieser ganzen Energiedebatte alle Leute, die irgendwie in einen Laden laufen, oder es gibt ja jetzt inzwischen auch so viele Rent-a-Roof-Geschichten, wo ich einfach mir auch unter fragwürdigen Bedingungen teilweise eine Solaranlage aufs Dach mieten kann, und dann anfangen, ein Stück weit eigenen Strom entweder einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen, meistens beides. Und die werden in der Debatte oder in der Literatur als Prosumer schon definiert. Das heißt, die müssen selber eigentlich nichts irgendwie aufgeschraubt und verändert haben, sondern einfach nur auch ihr erstes Watt erzeugt haben. Und dann produzieren sie schon und sind gleichzeitig Konsumenten, aber eben nicht in der Hauptrolle Konsumenten und lösen so ein bisschen dieses Verhältnis auf. Also dich interessiert der Verbraucher, der zum Düsentrieb wird oder zumindest dem Düsentrieb sagt, bau mir doch mal was, was das und das. Genau, macht. Die unzufriedenen Leute, die dann auch noch einen Schraubendreher in die Hand nehmen oder eine Zeile Code schreiben oder beides. Und was ist dein Antrieb? Also ist das eher so ökig sozial motiviert oder wir hatten so wie der da. Die Geste, die Geste so, ich sitze ja heute eine links neben Tajo. Eine einladende Geste. Das ist eine total hohe Hürde jetzt für mich. Oder wir sprachen ja schon über wirtschaftliche Prinzipien, dann doch eher money-driven, weil da passiert halt was, da kann ich Geld verdienen, da kann ich ein Startup aufpusten und loswerden. Ja, ich bin ja Forscher, ich verdiene ja kein Geld. Oder ist es natürlich strikt durch die akademische Brille, weil dich das so brennend interessiert? Ja, letzteres, ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Aber wir haben auch Kollegen, die wahnsinnig aktiv in der Startup-Branche sind, aber das ist nicht meine Welt. Sondern in der Tat, also es geht wirklich an der Stelle um das akademische Interesse und auch den darunter liegenden Gedanken. Jetzt wird es spannend, weil jetzt wir diskutieren schon über Froschperspektive und größere Perspektiven. Ich habe aus meiner Erfahrung heraus, finde ich dieses Prinzip Nutzerinnovation wirklich sehr spannend. An ganz vielen verschiedenen Stellen, dass Leute selber also anfangen. Also sprich, dich juckt das Prinzip jetzt gar nicht so sehr der Anwendungsbereich oder irgendein politischer, aktivistischer Gedanke, sondern... Nee, ich bin null Aktivist und vielleicht müssen wir das heute Abend noch ändern. Aber das kann ich erst mal sagen, ich bin erst mal null Aktivist. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass Smart Energy eine ganz große Diskussion ist. Stopp, da möchte ich den Fuß gleich reinstellen, weil das wäre meine nächste Frage. Bitte definieren Sie Smart Energy. Jetzt haben wir uns gerade so an Smart Grid gewöhnt und irgendwann mal bei Leo geguckt. Ach, das heißt einfach Netze, könnte ich auch sagen Netze. Oder meinetwegen Speicherprinzip. Und du meinst jetzt das große Ganze mit noch viel mehr rundherum davor und dahinter. Naja, eben ein Netz habe ich ja schon, wenn ich ein Kupferkabel zwischen der Glühbirne und zwei oder einer Batterie und so weiter mache. Smart wird das Ganze ja, wenn wir versuchen, irgendeine Form von mittelmäßiger, intelligenter Steuerung bei entweder Verbrauch, Speicherung und Erzeugung mit reinzubringen oder die drei Ebenen zusammenzubringen und eben dann schlauer zu werden, das Ganze besser zu steuern. Und wenn wir jetzt gerade in der Situation sind, wo nun mal auf der Erde irgendwann morgens die Sonne aufgeht und meistens dann der Windberg da so ein bisschen nachgeordnet hinterherkommt und wir dann sehr viel erneuerbare Energien erzeugen, aber der Verbrauch, gerade also jetzt auf der Haushaltsebene, in der Industrie ist es nochmal ein bisschen anders, fast antizyklisch anfällt, dann ist und wir diese gerade bei Wind und Solar einen sehr schönen Ausbau gerade haben, dann wird ziemlich klar, dass wir in der Steuerung besser werden müssen und verschiedene Dinge machen können, wie zum Beispiel diese Peak, das Schlimmste, was ja im Netz so, oder eine der schlimmen Sachen, die passiert ist, dass man einmal ganz viel Strom verbraucht. Und das ist ja das große Argument der großen Erzeuger, dass sie sagen, ja, wir müssen die ganzen Kapazitäten bereithalten, damit wir diese eine kleine Spitze auch irgendwie mit erwischen können. Und wenn wir zum Beispiel von diesen Spitzen... Aber ich habe immer noch nicht geprillt, wo dann, also das ist, erklärt mir alles Smart das Grid. Das ist Smart Grid und damit auch Smart Energy. Ich weiß nicht, müssen wir das noch differenzieren? Nö, wenn du nicht das Bedürfnis hast. Nö, ich dachte, würde ich erst mal so stehen lassen. Okay. So, und jetzt ist also aber die Frage, ne, Smart Energy, das heißt also der da wieder Konsumenten. Aluminiumwerke sind viel interessanter gesamtwirtschaftlich, zugegeben, ist aber nicht meine Baustelle. Die sind jetzt aufgefordert, an verschiedenen Stellen da sozusagen Teil der ganzen Bewegung zu werden. Ne? Und das eine ist sicherlich, dass sie irgendwie brav zu Konrad laufen und sich auch irgendwie zwei Solarzellen hinstellen, ändert aber wahrscheinlich nicht so viel an der Gesamtsituation. Und was sozusagen die Frage ist, wenn wir wirklich eine Intelligenz da reinbringen wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich Angebote, die zu Hause bei den Leuten dafür sorgen, dass man eventuell vielleicht ernsthaft Geld spart oder ernsthaft spannende neue Anwendungen haben. Geldspartipps gibt es auch gleich, stay tuned. Die wirklich interessant sind. Ich selber wurde genötigt, wegen einer Regulierung, die wir jetzt haben, nach dem Austausch unserer Stromleitungen, einen Smart Meter einzubauen. Dieses Smart Meter hängt da jetzt und wenn ich Strom ablesen muss, dann gehe ich runter und mache das mit so einem Papierzettel, schreibe das da drauf, einmal für die Stadtwerke und einmal nochmal an einer anderen Stelle
Und das ist jetzt das Smart Meter, was wir im Jahr des Herrn 2016 in Berlin hängen haben als Endverbraucher. So, das heißt, und das war so ein bisschen, da konstatieren wir ein systematisches Versagen oder einen Fehler überhaupt, also mit interessanten Anwendungen um die Ecke zu kommen. Also ihr wollt schlauer werden oder praktischere Lösungen mit dem Verbraucher, also mit dem Erfinder-Verbraucher auf den Weg. Genau, und da wir Forscher sind, machen wir es ganz kompliziert und sagen, wir wollen gar nicht mit genauen Produkten rauskommen, weil das ist die Aufgabe der Produktentwicklung, sondern wir wollen nur die Mechanismen angucken und unter die Orte, an denen Leute selber um die Ecke kommen mit Sachen, die sie eigentlich wirklich interessant finden und die man ihnen gar nicht verkaufen muss, sondern die sie von selber vorantreibt. So, und da kommt jetzt Tachio ins Spiel. Du hast uns geschrieben, wir schicken euch ja vorher, du hast übrigens nicht geantwortet, Hendrik. Natürlich. Was? Hat mich nicht erreicht. Gestern... Ach, war im Spam? Okay. Okay. Also ich habe die Antworten von den zwei beiden. Ich schicke oft Spam. Weil ich kein Geld verdiene, okay, einen Dayjob, mache ich mit ein bisschen Spam noch. Wir hatten jedenfalls gebeten, zu vervollständigen, das Internet bedeutet für die Energiewende Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und du hast geschrieben, zuerst mal gar nichts. Also hier dieses ganze super schlaue Energielenkung, Netze, das piept dich so gar nicht an, Tatsche? Nee, zuallererst mal, wenn wir vom Internet reden, reden wir von einer gesellschaftlichen Struktur, die nicht immateriell ist. Also diese ganzen Computer, diese Serverfarmen, das muss ja alles irgendwie mit Strom betrieben werden. Mhm. Und dieser Strom kommt im Großteil der Welt, übrigens auch in Deutschland noch zum Großteil, nicht aus erneuerbaren Energien, sondern aus fossilen Brennstoffen, die den Klimawandel vorantreiben. Ihr habt vielleicht mal diese berühmte, vermutlich nicht ganz richtige Zahl gehört oder die Aussage, dass wenn ein Google-Search ist ungefähr so, als würde man einen Wasserkessel kochen. Mhm. Das heißt, wenn ich nämlich 20 Sachen gesucht habe, habe ich schon 20 Liter Wasser gekocht. Mhm. Und dann habe ich also was immateriell ein bisschen Wissen produziert, aber gleichzeitig sehr realen, sehr materiellen Strom verheizt, damit sehr reale CO2-Emissionen produziert und das ist nochmal wichtig, ich muss kurz zurück zur Klimagerechtigkeit gehen, die schon mal erwähnt wurde, das ist nicht nur ein Problem wegen irgendwelcher Eisbären, wegen irgendwelcher schnuckligen Megafauna in der Arktis oder wegen irgendwelcher Schmetterlinge. Der Klimawandel ist ein menschliches Problem, darunter leiden im Schnitt immer die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und wir, die wir historisch am meisten dazu beigetragen haben, leiden am wenigsten darunter. Das heißt, der Klimawandel, da geht es um Menschen. Wir sitzen auch nicht alle im selben Boot, sondern oder vielleicht sitzen wir im selben Boot, aber für die Leute in der ersten Klasse gibt es halt Rettungsboote. Und deswegen ist das Internet erstmal per se einfach nur eine Struktur, die wahnsinnig viel Strom verbraucht, aus einer Klimaperspektive gesehen. Mhm. Die Frage von Smart Meters ist relativ marginal, wenn du dir den gesamten, den sogenannten Primärenergieverbrauch anschaust, was wir also alles verbrennen für Strom, für Heizung, für Kühlung, für Mobilität. Smart Meter regulieren ungefähr 10% des Haushaltsstromverbrauches, der wiederum stellt 3% des gesellschaftlichen Primärenergieverbrauchs dar. Ergo regulieren Smart Meter 0,3 oder gar nichts, also 0 bis 0,3%. Aber das sollte ja, vermute ich jetzt mal, als deine Anwältin ein kleines Beispiel sein für ein größeres Prinzip. Ja, diese Nutzerinnovation oder Innovation überhaupt, denkst du, das ist sowohl dem Eisbären als auch den Leuten, deren Inseln untergehen oder die in Bagdad sterben, weil es zu heiß ist, ist denen völlig Wumpe. Das bringt für die nichts. Es ist einfach auf einer ganz anderen Skala angesiedelt. Also der Klimawandel ist ein Problem, das wir in der Welt seit ungefähr 1750, seit wir anfangen, von fossilen Brennstoffen angetriebene Industriewirtschaften zu haben. Die fingen in England an, die haben sich dann langsam globalisiert. Und damit zerstören wir seit geraumer Zeit das Weltklima und versauen somit das Leben der Schwächsten in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt anfangen, über so marginale Themen zu reden wie Emissionshandel, der überhaupt nicht dazu beiträgt, die Emissionen zu reduzieren, oder Smart Meters, die nicht wirklich dazu beitragen, das Klima zu schützen, dann können wir uns in diesen Diskussionen, in ihren technischen Details und durchaus spannenden Anwendungsmöglichkeiten ganz leicht verheddern und dann nicht mehr das wirklich Wichtige sehen, nämlich zum Beispiel, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen müssen. Das heißt, dass es notwendig ist, aus so einer kapitalistischen globalen Wachstumswirtschaft auszusteigen. Das heißt, du sagst zur Seite damit, es sind Phantomdebatten, aber ich würde trotzdem dann gerne noch mal positiv gewendet fragen, was kann denn das Netz dann überhaupt beitragen zu Klimaschutz oder Energiewende? Siehst du da irgendwas? Also außer Organisation von Großdemos und Tagebaubesetzung? Wäre interessanterweise meine erste Antwort gewesen. Also, so. Gibt es noch eine zweite oder ist dann Schluss? Ich nehme mal an, dass es ein paar relevante Umweltschutz-Apps gibt. Aber der Punkt ist wirklich, dass einfach das Verhältnis ist,
da besteht eigentlich kein Verhältnis dazwischen. Wir können über interessante, nutzerorientierte Anwendungen im Internet, von Internettechnologien, von Apps reden. Das ist ein Thema. Können wir gerne machen, ob das Profite bringt, ob das Leuten Geld spart, ob das überhaupt die Gesellschaft einfach ein bisschen netter und schöner und klüger und smarter und schneller macht. Und wir können über Klima oder wir können über Klimagerechtigkeit reden. Diese zwei Diskussionen leben aber auf völlig anderen Skalen, Ebenen. Mhm. Sozusagen Politik und Technologie, du kannst sagen, es gibt das große globale Klimawandelproblem und dann gibt es das irgendwie kleine nutzerorientierte Anwendung oder dieses Thema. Die stehen in keinem Verhältnis zueinander. Das ist das so, wie wenn du sagst, ich drehe jetzt hier eine andere Glühbirne ein und Bingo, das Klima ist gerettet. Zwischen der kleinen Handlung Glühbirne auswechseln und Klima retten besteht kein empirisch relevanter Zusammenhang. Das heißt, du überlegst ganz skrupulös, bevor du dich an den Computer setzt und irgendwas googelst oder postest oder so, überlegst du, steht das im Verhältnis zu dem Kessel Wasser? Nee, es geht überhaupt nicht ums Moralisieren und zu sagen, man muss eine Person... Ich frage nach der Praktikabilität. Genau, die Praktikabilität, da würde ich sagen, vorhin hat der Kollege die Energiewende als großes Regierungsprestigeprojekt dargestellt. Das ist ja geschichtlich nicht so ganz korrekt. Die Energiewende ist ja ein Projekt, was von sozialen Bewegungen vorangetrieben wurde, von der Alternative. Bewegung, die in den 80er Jahren angefangen hat, erneuerbare Energien zu entwickeln. Von der Anti-Atom-Bewegung, die 76 angefangen hat, in Wühl gegen die Atomindustrie in Deutschland zu protestieren. Und jetzt für die sozialen Bewegungen wichtig ist, die zum Beispiel in der Lausitz oder in Garzweiler im Rheinland letztes Jahr in den beiden deutschen großen Braunkohlerevieren gegen die Braunkohle protestiert haben. Kurzer Einschub, die Regierung sagt, wir machen Energiewende, aber Deutschland ist nicht Energiewende-Weltmeister. Wir produzieren 32% unseres Stroms aus Erneuerbaren. Uruguay produziert über 60% seines Stroms aus Erneuerbaren. Wir sind aber Weltmeister in der Braunkohle. Dreckigster aller fossilen Brennstoffe, mithin zentraler Treiber des Klimawandels. Und welches Land fördert und verbrennt von diesem Dreck mehr als jedes andere Land der Welt in absoluten Zahlen? Nicht China, nicht Indien, sondern wir hier. Kommen also wenn wir in Deutschland über Klimaschutz reden wollen, müssen wir darüber reden, wie wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und nicht, wie wir ein bisschen mit den 0,3% Primärenergieverbrauch bei den Smart Meters und den Haushalten herumwuseln. Ich glaube, die Message ist klar. Ich weiß auch gar nicht, ob es Widerspruch gibt. Wenn ja, bitte. Wenn nein, auch okay. Wie gesagt, da ist auch immer noch so ein hübscher Platz frei neben Tanja, aber so, ich würde dich aber dennoch gerne fragen, also jetzt hat ja Tatjo dieses Gefälle aufgemacht oder quasi gesagt, das eine, diese schöne Glühbirne oder dieser neue Thermostat oder dieser besonders energieeffiziente Geschirrspüler hat nichts, aber auch gar nicht und auch nicht an einem ganz dünnen Faden zu tun mit Energiewende, mit Klimawandel. Ist das auch deine Ansicht, wenn du berätst, wenn ihr Beratung ja, an den Endverbraucher gebt? Also ich finde das zu sehr voneinander getrennt. Also für mich gehört das schon zusammen. Es ist natürlich jetzt sehr in Schwarz-Weiß, aber letztendlich sind wir ja alle Konsumenten von Energieressourcen. Und es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Rolle wir gerade sind. Wir sind auf der einen Seite der Verbraucher, der sei es die Glühbirne oder sei es der Kessel, der eine schlechte CO2-Bilanz hat. Aber ich habe ja auch eine Rolle im System. Also ich auch kann Mitarbeiter bei einem großen Energieversorger sein. Ich kann in der Politik aktiv sein und bin ja mit ein Teil dieser Entscheidung, die wir treffen, wie wir leben. Also deswegen sehe ich es nicht ganz so getrennt. Und ich finde, das, was wir in unserer Arbeit wieder auch immer feststellen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, die Kurve zu bekommen, aber die Motive sind einfach sehr unterschiedlich, warum sich Bürger damit beschäftigen, die einen, die Energie sparen wollen, den anderen, den wir erstmal beibringen müssen, dass es wichtig ist, Energie zu sparen und auch jetzt nicht nur im Strombereich, sondern auch im Heizenergiebereich. Und interessant finde ich das, was mein Vorredner noch gesagt hat, zu dem Bereich der Bedürfnisse. Ich denke schon, dass es auch darum geht, Bedürfnisse zu wecken. Also es gibt diejenigen, die zu uns kommen, die ganz deutliche Bedürfnisse haben, weil sie sagen, meine Heizkosten sind zu hoch, ich weiß nicht, wie ich die Nachzahlung finanzieren soll. Wir hatten mal wirklich eine Rentnerin, die aus Hamburg mit der Mitfahrzentrale bei uns vor der Tür stand und sagte, ich weiß nicht, also das haben wir nicht in der aktuellen Situation, weil der Energiepreis viel zu günstig ist. Aber das ist durchaus so, dass das bei Einzelnen dann existenziell ist und das für uns ein Weg ist, das Thema Klimaschutz und Klimawandel auch zu transportieren, auch wenn es nicht als in erster Reihe steht als Motiv. Okay, also du sagst, an der du Stelle, findest, also das gehört. Und ich denke auch, wenn man so antritt, wenn es darum geht, soziale
Bewegung oder Aktivismus oder Leute dazu zu bewegen, an bestimmten Prozessen teilzunehmen, sich einzubringen, dann auch dann ist das Internet durchaus ein Medium, ein Kanal, der extrem wichtig ist. Oder wenn ich mir überlege, dass was in Deutschland passiert ist, aufgrund von Fukushima auch durch soziale Medien gab es einen Beschleuniger oder Katalysator, dass bestimmte politische Entscheidungsprozesse überhaupt stattfinden oder eine Bürgerwahrnehmung auch Einzug findet. Kannst du mal genau die Kausalität beschreiben? Also ich frage nach, weil ich war während Fukushima dann auf der Straße. Nach Fukushima gab es ja diese großen Demos. Ja. Und ich kann ganz klar sagen, dass es um die Baden-Württemberg-Wahl ging. Die fand 6 Wochen nach Fukushima statt. Mhm. Angela Merkel wusste genau, Markenkern der CDU ist pro Atomkraft. In der momentanen Situation wird es uns Baden-Württemberg kosten. Mhm. Deswegen hat sie dann die Energiewendeentscheidung vorangetrieben. Mhm. Ich weiß, welche Organisationen da mobilisiert haben. Ich würde tatsächlich gerne nachfragen, inwiefern und wo waren es soziale Medien, die denn dazu beigetragen haben? Ja, die begleiten das ja. Also tragen ja auch mit dazu bei, dass bestimmte, konventionelle Medien auch schauen, welche Themen werden diskutiert, was wird da gerade auf die Agenda gesetzt. Und so funktioniert ja auch Agenda-Setting, dass Sachen dann auch in Printmedien, in Boulevardmedien landen und so weiter. Also ich kann dir jetzt kein einzelnes Fallbeispiel nennen, aber das ist durchaus ein Zusammenhang, der da ist. Dann würde Angela Merkel dir jetzt wahrscheinlich sagen, du bist ja nur sauer, dass das nicht auf deine Initiative passiert ist, sondern auf die der Bundesregierung. Ich bin schon relativ eitel, aber ganz so eitel bin ich nicht. Nee, tatsächlich, wenn man in sozialen Bewegungen... Also es entstehen ja diese Wellen. Also so, wir haben, ne, sei es irgendwie Fukushima, so, dann ist die Chance da, dass bestimmte Veränderungen auch stattfinden. Und da tragen natürlich Medien, und dazu ist dann Internet ist ein Medium neben den klassischen Medien, haben eine Katalysator. Wirkung an der Stelle auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen, den du genannt hast, dass wir ja das Materielle vergessen, wenn wir surfen, so im Raum irgendwie und tun, als sei das losgelöst von allem. Dazu noch mal ein paar Zahlen. Du hattest ja auch schon ein gutes Beispiel. Ich habe das hier aus einem SWR-Beitrag mir rausgesucht. Wäre das Internet ein Land, hätte es nach einer Studie von Greenpeace den weltweit 6. größten Stromverbrauch. Es gibt weitere gute Beispiele. Um den Energiebedarf der Rechenzentren zu decken, bräuchte es allein 4 mittelgroße Kohlekraftwerke. Weltweit wären 25 Atomkraftwerke notwendig, um genügend Strom für das Internet zu produzieren. Der Verbrauch vieler IT-Unternehmen ist mit dem Strombedarf einer Stadt vergleichbar. Laut New York Times verbrauchen zum Beispiel die Datenzentren von Google, das war ja auch dein Beispiel, so viel Strom wie eine 200.000 Einwohnerstadt. Wir haben jetzt hier überhaupt noch nicht über Rohstoffe seltene Erde, um die Kriege geführt werden, die unter erbärmlichsten Bedingungen abgebaut und dann weiterverarbeitet werden, gesprochen. Ist das für dich, Hendrik, ein Nebenwiderspruch oder gehört in die Diskussion? Das gehört, genau, das ist eine der vielen Ebenen, die wir hier heute berühren müssen, wahrscheinlich, über die wir sprechen müssen. Kriege ich das jetzt alles zusammen? Wahrscheinlich nicht. Was man zumindest als spannendes Faktum mit reinwerfen kann, ist, dass Apple gerade im Juni in den USA eine Lizenz beantragt hat, direkt an Endkunden, und das ist jetzt neu, Strom zu Endkundentarifen verkaufen zu können. Das machen, das dürfen große Unternehmen in den USA, wenn sie so eine Lizenz haben, die Energie zumindest in den Markt hinein zu verkaufen. Die Argumentation ist, dass natürlich viele Unternehmen ab einer gewissen Größe ihren eigenen Strom herstellen und dann Überkapazitäten auch verkaufen wollen. Das ist sozusagen, ne, eigentlich nichts Neues, kann man jetzt ein bisschen spannender pegeln vielleicht. Und Apple zumindest, ich habe es nicht nachgeprüft, aber das sind die Zahlen, die so publik sind, weltweit 93% der Energie, die wir brauchen, um iTunes und Co. am Leben zu halten, erneuerbar erzeugt, in Deutschland zum Beispiel 100%. Das heißt also, ne, das ist jetzt... Das heißt, das Argument und der Einwand hat sich bald erledigt. Nö, das ist Apple, ist ja nun einer von vielen, und das können wir jetzt sozusagen auch über die lange Strecke diskutieren. Ich würde die Zahlen auch ganz gerne hinterfragen, weil ganz ehrlich, da wird relativ viel Greenwashing betrieben und einfach auch viel Schrott erzählt zum Teil von diesen Unternehmen. Also VW erzählt, British Petroleum hat sich eine Zeit lang Beyond Petroleum genannt. They were not Beyond Petroleum. Jetzt haben sie aufgehört, weil es zu peinlich war. Aber nicht mehr British Petrol wieder, oder? Wir sind BP. Ach so. Publikumsjoker? Also, wie dem auch sei. Genau, deswegen, ich würde mich hier nicht um die Prozentzahl streiten wollen, und das ist irgendwie ein ewiges Problem, das wir ja auch in ganz vielen anderen Branchen haben, dass Leute sozusagen sagen, sie machen irgendwas Nachhaltiges. Je genauer man dann guckt, desto mehr stellt man fest, dass da einiges gar nicht so nachhaltig ist, wie es dann in der Pressemitteilung aussieht. Nichtsdestotrotz ist das eine der vielen Bewegungen, die wir, glaube ich, konstatieren können, dass es gerade für Leute, die viel in der öffentlichen Wahrnehmung sind,
ein Beweggrund ist, zu versuchen, Teile eben des eigenen Energiebedarfs erneuerbar herzustellen. Und das zumindest mal eine Perspektive und so von Wirkungsmächtigkeit und was gerade in Deutschland nicht so gut funktioniert. Okay, also, das war ja die Antwort auf die Frage. Ich wollte jetzt erst anfangen. Und das war erst der Doppelpunkt. Genau. Nee, mit Blick auf die, der Kollege ist doch Akademiker. Mit Blick auf die Uhr okay. Halten wir das hier krass unakademisch und würgen ab. Die Frage war ja eigentlich, ist dieser Einwand, was da allein verbraten wird in Bereitstellung der Infrastruktur, ist das nicht allein schon ein Grund zu sagen, das Netz bringt dann nichts? Ja, du hast mir ganz nicht so richtig drauf geantwortet, also aber dann würde ich gerne mal an die, knapp. Dann würde ich gerne mal an die Beraterin des Endverbrauchers mich wenden und fragen, surfen und hier die Redakteurin hat mir gestanden, die, ihre neueste Sucht, Pokémon Go, weiß ich, wie viel Wasserkessel die damit verjuckst. Ist das ein Thema, wenn ihr Beratung ausübt? Wir werden das ja immer wieder gefragt. Oder ist das, ist so eine typische Medienfrage? Und da muss ich auch sagen, also da geht es halt, also ich weiß immer nicht, ob das so dann an das Eingemachte geht, sondern ich würde halt auch gerne da bei dem ansetzen und zu sagen, wie gelingt es uns denn, von den fossilen Energieträgern wegzukommen an der Stelle. Ja, und das eine ist die Stromseite, das andere ist die Wärmeseite, über die auch hier wieder oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Und natürlich gibt es dann Anwendungen wie Smart Meter, die es ja nicht nur für Strom, sondern auch für Gas, für Fernwärme gibt. Wenn man die intelligent gestaltet, dann können sie einen Beitrag leisten, nicht so, sondern sie können einen Beitrag leisten, dass diejenigen, die den Strom oder die Wärme an der Stelle konsumieren, ein Feedback bekommen und sehen können, wie groß ist hier mein Anteil eigentlich an der Geschichte. Und das ist aber, wenn man jetzt in diesen drei Säulen guckt, dass man sagt, das ist dieser Informationsteil, den man bespielen kann, dann ist es aber nur ein Element. Das andere ist immer die Frage, wie fördere ich so etwas, dass wir wegkommen von diesen Energieressourcen, die wir dort völlig beachtungslos verschwenden. Und das andere ist die Frage, wie kann ich es halt ordnungspolitisch regeln. Ja? Also das sind ja die drei Stellschrauben, die ich habe und die greifen ineinander und da sind wir halt in dieser Position, dass wir sagen, wir sind in diesem Informationsbereich, weil den können wir beeinflussen und da ist das Internet ein wichtiges Hilfsmedium für uns, weil es die Möglichkeit bietet, mit modernen Anwendungen Feedback zu geben, im Dialog zu bleiben, Leute zu motivieren und ich wünschte, wir hätten Pokémon-Anwendungen, die uns einfallen würden, wo es uns gelingen würde, dass die Leute nicht mal nur so einmal sagen, oh, das ist eine tolle Sache, ich mache das einmal, sondern wo es uns gelingt, wirklich eine Handlung hinzubekommen und diese Handlung muss ja offline stattfinden. Die findet nicht im Netz statt, die findet nicht mit I like und ich finde es toll und ich bin mit dabei und super, sondern ich frage mich immer, die bei uns auch einen Artikel liken, wer von denen macht denn dann etwas? Also, das ist die große Herausforderung an der Stelle. Ist das jemand, der dann sich einer Organisation anschließt, die vor Ort aktiv ist, der sich beim Produkt für ein anderes Produkt entscheidet oder der bei der nächsten Wahl die Partei wählt, wo er denkt, den vertraue ich am ehesten, dass sie die Energiewende in den Griff bekommen und dem Klimawandel da irgendwas entgegenzusetzen haben. Spielt es in eurer Beratung eine Rolle, woher der Strom kommt, den ich sparen möchte? Also thematisiert ihr das und thematisieren das die Kunden? Fragen die das nach? Ja, na klar, also das auf jeden Fall. Also wir sind jetzt selber nicht diejenigen, also da gibt es ja viele Organisationen, die da auch sich darauf spezialisiert haben, zu sagen, was ist beispielsweise grüner Strom und wie kann ich als Konsument die Label verstehen und wie kann ich auch, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel einen Stromwechsel machen möchte, wie kann ich da einem Verivox, dem ich vielleicht nicht ganz so vertraue, weil da die Stromtarifanbieter da auch alle Tricks und Kniffe kennen, um immer gut positioniert zu sein, aber da gibt es auch Alternativen, da gibt es auch welche, die nur grüne Stromanbieter, wo nachweisbar ist, dass das erneuerbare Energie ist, wo gesagt wird, alle Gewinne werden in den Ausbau erneuerbarer gesteckt, dann arbeiten wir auch mit solchen Akteuren zusammen. Aber wir versuchen halt auch Vergleiche zu ziehen und sagen, ja, es ist schön, wenn du darüber nachdenkst, ob du jetzt die Biotomate regional kaufst, nur im Sommer, aber denk mal eher drüber nach, fährst du mit deinem SUV zum Supermarkt. Ne? Also die Verhältnismäßigkeit und ich glaube, das ist auch nochmal dein Thema. Also natürlich kann man jetzt sagen, wenn man es dann hochrechnet und sagt, alle Schulen in Deutschland würden jetzt wirklich mal mit LEDs ausgestattet werden oder mit funktionierenden Heizungspumpen oder so, dann ist das schon richtig, richtig viel auch. Dann ist es aber halt natürlich klein, 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 klein. Aber wie gesagt, es geht immer darum, auch mal so eine Verhältnismäßigkeit in die Diskussion zu bekommen. Und Smart Meter, das sind dann immer für mich auch so Buzzwörter. Und dann reden alle über Smart Meter, aber Smart Meter, so wie sie jetzt sind, sind halt nicht smart in unseren Augen, sondern sie müssen verbunden werden mit
mit einer Benutzerfreundlichkeit und Bedienung. Ich würde auch hier sehr gerne Verhältnismäßigkeit in die Diskussion bekommen, und zwar vielleicht durch eure geschätzte Teilnahme. Also ich würde sagen, so ein paar offenbar ziemlich sensible Stellen haben wir angesprochen vielleicht. Keine Ahnung, ob Jonas jetzt findet, du bist hier völlig missverstanden worden und musst nochmal erklären, was du meintest. Vielleicht auch andere. Also vielleicht hebt ihr einfach mal einen Finger, wer da nochmal zum Thema Verhältnismäßigkeit oder überhaupt zu unserem Diskussionsgespräch was sagen möchte. Ihr seid da zwei Menschen, ja, dann würde ich sagen, mach du doch vielleicht deinen Input, Jonas, und dann, wenn ihr nichts dagegen habt, kommt ihr nach vorne. Also ich will euch nicht dazu, das ist schrecklich, ich bin nicht die Lehrerin und ihr müsst jetzt an die Tafel, aber vielleicht so, also nacheinander, dass auf dem Stühlchen so ein bisschen durchrotiert wird, würde mich sehr freuen. Ich habe damit selber überhaupt keine Erfahrung, aber wird schon schief gehen. Also bitteschön. Ja, danke. Dann mache ich mal den Auftakt, und ich glaube, einerseits geht es natürlich um Mobilisierung, um Aktivierung in dem Bereich, aber gleichermaßen, und das sollte man nicht vergessen, ist es in erster Linie auch Informationen, die man hat. Und quasi, was wir aus kommunikationswissenschaftlichen Studien wissen, ist es quasi dieser Schritt von Information zur Aktivierung, ist ein ziemlich schwieriger, passiert sehr selten, aber man sollte dennoch quasi nicht den Fehler begehen zu sagen, quasi nur weil jetzt geliked wird, ist das jetzt quasi, ist das keine Form der Aktivierung. Nur weil quasi diese Informationen, die sozusagen, mit denen wir ja Tag ein, Tag aus konfrontiert werden, die fügen sich ja in ein größeres Bild unseres Wissens über den Klimawandel, über Klimaschutz ein. Und die können durchaus Konsequenzen haben, sie müssen sie natürlich nicht im direkten Umkehrschluss sofort haben. Und das heißt, du würdest auch eher Tanja beipflichten und sagen, diese beiden Bereiche, über die wir sprachen, das Prinzipielle und das ganz große Fass mit den fossilen Brennstoffen und quasi den Dinosauriern, mit denen wir uns noch umgeben, und die Glühbirne, die ich austausche, die kleine Tat, da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Den stellst du nicht in Abrede. Nee, gar nicht. Also ich glaube, es ist verkürzt gedacht, wenn man sozusagen das Internet ein bisschen kleiner macht, als es mittlerweile ist. Ganz einfach, weil sehr, sehr viele Menschen sich online über den Klimawandel und Klimaschutz austauschen und das sehr wohl Fakten für ihre Folgen für ihre Einstellungen hat. Und gleichermaßen natürlich bedeutet das nicht, dass sozusagen diejenigen, die auf die Straße gehen, und es sind glücklicherweise immer noch sehr viele, wie man auch bei den Climate Marches gesehen hat, doch aber quasi die im Zusammenhang sehen und nicht mehr eine Grenze aufmachen, die es nicht mehr gibt. Kann ich da an den Punkt? Sehr wichtige Sachen. Es gibt in Deutschland einen Zusammenhang, einen positiven statistischen Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Umweltzerstörung. Je mehr Umweltbewusstsein die Leute haben im Schnitt, desto größer ist ihr ökologischer Fußabdruck. Also das, was sie an der Umwelt sozusagen an Ressourcen nutzen und so weiter. Das heißt, also es ist natürlich jetzt keine kausale Beziehung. Es ist nicht so, dass das Wissen über Umweltschutz dazu führt, dass du mehr Umwelt zerstörst. Aber wie sieht die Beziehung aus? Die Beziehung ist folgendermaßen, die Beziehung kommt über Wohlstand. Mhm. In Deutschland ist Umweltbewusstsein im klassischen Sinne, also es gibt eine Umwelt, die muss man schützen, die besteht aus Viechern und aus Pflanzen und so weiter und so fort, korreliert stark mit einem höheren Bildungsabschluss. Mhm. Je höher der Bildungsabschluss, desto mehr formelles Umweltbewusstsein. Desto höheres Einkommen. Desto höheres Einkommen, desto mehr Ressourcen, um die Umwelt kaputt zu machen. Und deswegen kommt auch noch ein zweiter, also das ist mal der erste Punkt. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Umweltwissen und Umweltschutz ist empirisch erstmal so nicht gegeben. Es gibt noch einen zweiten, aus der Sozialpsychologie kommendes Phänomen, das ist die Fetischisierung bestimmter Handlungen. Ich mache doch schon X, deswegen muss ich nicht mehr Y machen. Mhm. Und je irrelevanter X ist, desto größer wird dann das Y, das man nicht macht. Also, die mit dem SUV abholt. Mein Ex-Freund lebt in so einem riesigen Haus, mit völlige Umweltsauerei. Der fliegt jede Woche nach L.A. mehr oder minder. Und der sagt immer so, also Wein würde ich ja nie aus Argentinien oder so bestellen. Wir haben doch eine Umweltsauerei. Wir haben doch den französischen und den spanischen Roten hier. Muss ich nicht aus Argentinien. Das hätte mich jetzt interessiert. Und du dann? Mir geht es eben nicht um das Moralisieren, dass wir im Endeffekt sagen, also ich sage an dem Punkt immer, die Barbaren haben auch Rom eingenommen und sind damit auf Straßen marschiert, die vom Imperium gebaut werden. Natürlich nutzen wir das Internet. Ich will auch nicht sagen, dass das Internet irrelevant ist. Natürlich gibt es da
die Möglichkeit, sich zu informieren, es gibt die Möglichkeit, zu mobilisieren, sich zu organisieren, das will ich überhaupt nicht wegdenken. Aber wir müssen eben über die realen Strukturen reden, die die Umwelt kaputt machen und die das Klima kaputt machen. Und das sind, wie gesagt, die fossilen Brennstoffe. Und wenn ich jetzt, oder das sind auch die Automobilität und so weiter und so fort. Und wenn wir über das Internet reden und gleichzeitig über Klimaschutz reden, dann müssen wir sagen, wie das konkret dann auf einer statistisch wirklich relevanten und messbaren Ebene, ich habe nicht gesagt, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt, aber auf einer statistisch relevanten Ebene was verändert. Und da zum Beispiel es gibt ein Beispiel in Deutschland, der Ausbau der erneuerbaren Energien, den hätten wir uns so nicht ohne das Erneuerbare Energiengesetz vorstellen können. Das Erneuerbare Energiengesetz wurde in den letzten zwei Gesetzesnovellen, 2014 und 2016, von der schwarz-roten Regierung eigentlich geplättet. Also international, sogar Handelsblatt und Financial Times, jetzt nicht des Ökoradikalismus verdächtig, haben gesagt, die deutsche Regierung macht gerade das EEG kaputt. Und ich sage, okay. Die deutsche Energiewende haben wir hier als allgemein wichtiges Projekt hochgehalten. Die basiert teilweise auf dem EEG. Die Regierung macht das EEG kaputt. Inwiefern war das Internet relevant in einer Gegenmobilisierung gegen diese Zerstörung des EEG durch die Regierung im Dienste der großen Stromkonzerne? Halt nicht wirklich. Natürlich haben einige Organisationen versucht, über das Internet zu mobilisieren. Aber das meine ich mit dieser Verhältnismäßigkeit. Wir müssen an die gesellschaftlichen Großstrukturen ran und nicht so nebenbei irgendwie ein bisschen rumfiddeln. Deswegen wäre jetzt hier der angesprochene oder die zahlreichen Climate Marches ist auch gar nicht deine Tasse Tee, wo du die Leute unbedingt hinlenken möchtest. Also ich war auf dem Climate March, ich war in Paris, also Climate March am 29.11. letzten Jahres gab es vor allem angestoßen von Avaaz, so einem globalen Clicktivist. Also Clicktivism ist die Idee, press here to save the world. Das ist mal ein schönes Buch von Yevgeny Morozov dazu. Und Avaaz, so eine globale Clicktivist-Organisation, die haben diesen Climate March organisiert. Und die Frage ist im Endeffekt, ich finde es super, dass Leute auf Climate March gehen. Ich war damals beim Klimagipfel in Paris und in Paris war wegen der Attacken vom 13. November, durften wir nicht wirklich marschieren. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, aber ich finde es super, dass Leute auf Climate Marches gehen. Die Frage ist dann, was sie danach machen. Das hast du ja auch schon so gesagt. Das ist immer der Zusammenhang von Handlungsketten. Gehen die auf den Climate March und sagen, super, jetzt basta, jetzt wähle ich wieder die CDU oder die Sozen oder wen auch immer, das da oben kaputt macht. Oder sagt man, cool, ich war beim Climate March, da habe ich spannende Leute kennengelernt, mit denen gehe ich jetzt zum Beispiel im Mai in die Lausitz die Braunkohle blockieren. Mhm. Weil da können wir wirklich sagen, dass soziale Bewegungen in Deutschland, siehe Atomausstieg, siehe eben überhaupt mal das Produzieren von erneuerbaren Energien, signifikante Effekte für den Klimaschutz haben können, das kann ich mit Zahlen dann auch tatsächlich belegen. Okay. Dass das Internet das hat, kann man bisher nicht mit Zahlen belegen. Jetzt hat zum einen der Hendrik schon mehrfach den Finger gehoben und zum anderen wolltest du, glaube ich, aber direkt reagieren. Und bevor ihr beide das dürft, würde ich als Ringrichterin sagen, ihr habt jetzt alle vielfach tatsächlich das politische Parteienspektrum, die Regierung etc. pp. Angesprochen und da in Berlin die Abgeordnetenhauswahlen vor der Tür stehen und die Bundestagswahlen im nächsten Herbst stattfinden, würde ich mit Blick auf die Uhr zudem da sehr gerne auch noch hinkommen. Also bitte, Jonas, deine kurze Replik. Okay, ich glaube, die Replik ist eigentlich, dass ich weitgehend zustimme, aber quasi einfach die Grenzen, die du sozusagen ziehst, einfach nicht mitmachen würde. Also sozusagen, das ist, glaube ich, es ist aus einer aktivistischen Schiene, glaube ich, einfacher, Korrelationen aufzumachen und im Zweifel Konsequenzen daraus zu ziehen oder Behauptungen daraus zu ziehen aus einer wissenschaftlichen. Weil sozusagen, auch soziale Bewegungsforscher und haben geforscht. Also, ja, ich weiß schon, aber so quasi in der Kommunikationswissenschaft versuchen wir jederzeit, uns irgendwie damit auseinanderzusetzen zwischen ergibt A, B. Und wir haben einfach extrem viele Probleme damit, diese Konsequenzen immer wieder klar zu machen. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Das heißt nur, dass sie super schwer zu identifizieren sind. Und ich glaube, man tut sich, oder man tut im Internet, man tut den Leuten, die sich auf die Straße gehen, man tut den Leuten, die sozusagen dazu bloggen, zu kommentieren, Unrecht, wenn man sozusagen zwischen den richtigen Aktivisten oder vielleicht verkürze ich jetzt, die quasi auf die Straße gehen und so quasi den nicht, also die vielleicht halt einfach mal einen Kommentar schreiben, zu differenzieren, sondern das einfach als Spektrum zu begleichen. Da stimme ich dir wiederum auch zu. Ja, das hätte ich auch vermutet. So, jetzt hätte ich gerne, so, das ist ja schön, dass euch 10 vor 8 doch noch was einfällt. Der Kollege neben. Ja, ich möchte nur erstmal einen Überblick gewinnen, wer noch alles sich räuspern möchte. Also ich sehe da eine Hand, zwei, du bist auch schon aufgestanden, da ist noch jemand und du hattest vorhin aufgezeigt oder ist das jetzt hier schon vielfältig abgesprochen?
Okay, dann Hendrik, du noch kurz und dann müssen wir hier ein bisschen häufiger durchwechseln, glaube ich fast, um das noch unterzukriegen. Bitte okay, schön. Jetzt mit Bitte um kurzen Beitrag. Jetzt. Ja, der Akademiker also, spricht. Weil Jonas und Tati, und ihr habt jetzt mehrfach so Diffusionsphänomene angesprochen. Also wo fängt etwas an und wann springen Leute eigentlich auf den Zug und auf was springen sie auf? Gib mir einmal nochmal die Chance, die Relevanz von unserem Nutzerinnovationsprojekt in der ganzen Geschichte zu illustrieren. Denn wenn wir darüber, dieses ganze Internet, über das wir hier die ganze Zeit reden, ja, das, und die Endgeräte, mit denen wir darauf zugreifen, waren sehr lange Computer. Da hat die Industrie in den frühen 70ern einen Versuch gemacht, da war die Frage so, was können wir denn überhaupt mit, wir haben jetzt irgendwie CPUs, was können wir damit machen? Die Antwort war, wir können eine Rezeptverwaltung für die Küche machen. Das gab es von Honeywell, diese Anzeige ist immer noch zu sehen, ist wirklich sehr lustig und wurde nicht einmal verkauft. Und dann kamen halt Leute, die sich im Keller hingesetzt haben, relativ hässliche, gerade ging von Apple nochmal eins dieser ersten Holzbretter über eine wahnsinnig teure Versteigerung, haben sich hingesetzt und haben Sachen zusammengelötet, die sie wirklich selber brauchten. Und wenn wir jetzt über Diffusion sprechen, das war das, was im Endverbrauchermarkt eine Diffusion gebracht hat und was sozusagen ne, zu Adoptionsraten und zu dem geführt hat, dass wir jetzt hier sitzen, unter anderem zum Beispiel Wissensressourcen selber schaffen, die ohne ein Geschäftsmodell dahinter andere ökonomisch motivierte Wissensspeicher sozusagen von der Bühne getreten haben. Und das, ich rede hier auf einer Ebene von Jahrzehnten, ja, nicht sozusagen, was es gerade mit dem EEG und wie viel Prozent. Ja, da würdet ihr sagen, die haben wir leider nicht. Die hatten wir in der Vergangenheit, aber nicht mehr künftig. Mag sein. Mag sein, ist natürlich ein laxer Einwand. Ich bin da Optimist. Was ich sagen will, ist, wir entscheiden natürlich gerade auf den verschiedenen Ebenen sozusagen, wie wir die kommenden Jahrzehnte gestalten und hoffen wir mal, dass wir die zu gestalten haben. Und was ich schon glaube, ist, dass wir jetzt auch gerade darüber entscheiden, sozusagen, was, wenn wir Internet als Infrastruktur und als Umgang sozusagen auf Personenebene hier diskutieren, wie die Energieinfrastruktur aussieht. Und ich glaube, da sind wir gerade in der gleichen Situation, dass wir auf der einen Seite die Honeywells haben, die uns mit Rezeptverwaltungscomputern kommen, und auf der anderen Seite eben Leute, die selber da sitzen, an verschiedenen Orten, durchaus physisch sozusagen in Feldheim, die Energieavantgarde, die Volkszähler.org. Und das ist jetzt die kurze Antwort, das ist jetzt doch die lange, die du mir hier okay, es wird lang. Auf jeden Fall, was ich sagen will, in 30 Jahren sehen wir, dass die Leute, die jetzt im Keller schrauben und löten, die Sachen hoffentlich machen, die dazu führen, dass sich das genauso dezentralisiert wie Wissen. Dann sind die Messen gesungen. Ich würde gerne, Jonas, vielen Dank. Das war, glaube ich, du findest Nachahmer. Ich würde mal sagen, deine Hand war die erste, die ich bei meiner ersten Umfrage gesehen habe. Also komm du gerne nach vorne. Ich würde aber jetzt... Aber man darf so, auch da sitzen bleiben. Man oder? Darf ich da auch sitzen Unwillen bleiben. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ich will niemanden hier irgendwie, irgendwie mit Fleißbienchen ködern oder irgendwas. Man darf nach wie vor auch einfach von seinem schon warm gesessenen Platz aus hier was beitragen. Ich würde aber sehr gerne jetzt auch noch mal auf die politischen Entscheidungsträger zu sprechen kommen. Ist das vielleicht auch dein Beritt? Also ich wollte zu bei Smart, fällt mir vor allen Dingen Smart, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß, Teil hieß, also es ist dieses Smart, der Smart-Zähler ist etwas, was ich anbauen lassen muss, da kann ich nicht widersprechen und ich weiß so, da kann ich mich super überwachen lassen damit anschließend. Ja, das war die Frage, die ich zu Hause rausgeklopft habe, weil ich dachte, es ist einer dieser vielen tausend Aspekte und den lasse ich einfach mal weg, damit wir eher so dahin gehen, wo auch noch Beef ist. Du sagst, zuckst du die Schultern, so what, muss man sich halt was ausdenken? Nein, ich gebe absolut recht und das ist einer der vielen Punkte, warum, so wenn wir Nutzer fragen, woran sind die interessiert, die sind nicht daran interessiert, diese Profile irgendwie an eine zentrale Stelle zu spielen, sondern muss die haben Interesse, sein. Eine lokale Lösung zu schaffen. Mhm. Gut, genau, wir sozusagen die Industrieregulierung oder das, was wir gerade planen, ist ein voll durchzentralisiertes System. Also stimme ich dir voll zu und die Leute, die sich darum kümmern, bauen was ganz anderes. Und du sagst, muss ja auch nicht sein, Tanja. Muss ja auch nicht sein, nein. Ich finde es auch immer ganz interessant, weil das, glaube ich, war auch eine Frage in eurem Briefing. Also woran scheitert es vielleicht oder warum kommen bestimmte Anwendungen vielleicht auch nicht in Gang? Und egal bei welchen Runden, wo ich bin, überall als erstes ist das Thema Datenschutz. Und das ist eine sehr, sehr deutsche Sichtweise. Und ich, um Gottes Willen, wir haben täglich mit sehr vielen Daten bei uns zu tun und wir haben Datenschutzbeauftragten und wir sehen das als eine sehr, sehr wichtige Sache an. Aber in Dänemark gibt es ganze Webseiten, wo ich den Energieverbrauch meines Nachbarn sehen kann. Und es regt niemanden auf. Und wenn ich mir angucke, was die Leute bei Facebook über ihre persönliche Situation schreiben, dann scheint es auch dort keine Hemmnisse zu geben. Also deswegen auch dort wieder frage ich mich, ist es eine Diskussion, die wirklich so zutrifft oder ist es einfach dieses Thema Datenschutz, wo alle halt sich drauf
versteht oder so drauf konzentrieren und dann eigentlich die Möglichkeiten, die durch bestimmte Anwendungen da sind, gar nicht mehr sehen. Also lassen sich Sachen ja auch anonymisieren und ich selber sage, oder den Standpunkt haben wir immer, dass ich eigentlich als Konsument gerne sage, also ich möchte Zugriff auf meine Daten haben, was ich verbrauche, egal ob ich Eigentümer bin, ob ich Mieter bin und möchte selber entscheiden, wem ich diese Daten zur Verfügung stelle. Aber und ich finde, wenn das in Deutschland der Fall wäre, dann wäre uns schon sehr, sehr viel geholfen beim Thema Energiewende. Also auch wieder was, wo du sagst, da muss man die wahre Debatte von so Paradebatten oder auch wichtig, aber nicht im Zentrum abspalten oder unterscheiden. Ja. Ganz kurz, mit dem Facebook-Element wirst du aber niemanden begeistern können für solche Lösungen, wohingegen wir, wenn wir gerade in Deutschland sozusagen die Leute, die sich für so etwas interessieren, auch für informationelle Selbstbestimmung interessieren. Mhm. Also ich glaube, das ist genau der Auftrag, den Leuten entgegenzukommen. Okay, Tanjas linker Platz. Da hinten von der Bar. Okay, Tanjas linker Platz ist frei. Ich hatte ja gesagt, das ist eine Blanko-Einladung. Also wer sich bemüßigt fühlt, bitte. Ich rufe jetzt nicht auf, weil ich möchte wirklich nicht so hier die Grundschullehrerin sein. Ich würde dann aber jetzt gerne die K-Frage nochmal berühren. Hatten wir auch schon das letzte Mal hier mit George Cameron im digitalen Salon zum Thema Jugendkulturen im Netz. Die K-Frage, ja. Also, eine Frage, die wir euch vorgegeben hatten, war, die Verantwortung für den Umweltschutz sollte bei Pünktchen liegen. Tatio schrieb, sollte größtenteils bei der Gesellschaft liegen, die am besten gleich den Kapitalismus abschaffen sollte. Der ist nämlich das Hauptproblem aus einer sozial-ökologischen Perspektive. Ich würde mal sagen, deine Top 3 von Argumenten hast du heute Abend hier untergebracht. Aber mal Gegenfrage, lief es in der DDR, in der Sowjetunion oder meinetwegen auch in Venezuela so richtig super? Also hast du ein Role Model? Also der Kapitalismus ist in dem Sinne einfach nur ein Beispiel einer Wachstumswirtschaft. Der Ostblock hat sich auf einen Wachstumswettlauf mit einem System eingelassen, das viel besser wachsen kann als er. Und da müssen wir uns überlegen, okay, im Endeffekt ist das Grundproblem das, wir leben auf einem endlichen Planeten und unser Wirtschaftssystem, basiert ist das falsche Verb, unser Wirtschaftssystem ist unendliches Wachstum. Mhm. Also sagen wir, seit der industrielle Kapitalismus 1750 in England anfängt, kann man wirklich zeigen, wie jede Form von ökosozialen System, also ökosozialen System sage ich immer, weil wir Menschen natürlich in ökologischen Systemen eingebettet sind, mhm, und auch ökologische Akteure sind. Man kann seit 1750 zeigen, okay, ob es um den Klimawandel geht oder um irgendwie Versäuerung von Ozeanen oder Biodiversitätsverlust oder das Kaputtmachen von landwirtschaftlichen Böden. Mhm. Das steigt alles auf so einer Kurve an. Also der erste Punkt geht so 1750, da geht es hoch. Und dann steigt es an und dann so 1930 bis 1950, wo die Massenproduktion globalisiert wird, dann wird es richtig schlimm. Mhm. Und darin, also in dem ständigen Wachsen der Wirtschaft, das also auch ein ständiges mehr Konsumieren von Ressourcen und mehr Ausstoßen von Müll. Ich glaube, der Mechanismus ist völlig klar. Wir verbrauchen mehr, wir haben mehr. Früher hatten wir in der Küche irgendwie, was weiß ich, vielleicht 20 Gegenstände, jetzt wahrscheinlich mutmaßlich ein paar hundert. Also überall ist mehr, überall ist Zeug, das anderes Zeug verbraucht. Genau. Aber die Frage war ja, hast du das gelingende Role Model? Warte, ich muss noch einen Punkt dazu sagen, nämlich es gibt auch das Problem der Energieeffizienz, die ja immer angebracht wird als ein wichtiger Punkt, wo wir die Umwelt retten können. In der Geschichte des Kapitalismus haben signifikante Effizienzfortschritte nie dazu geführt, dass irgendwas weniger verbraucht wurde. Signifikante Effizienzfortschritte haben nämlich dazu geführt, dass mehr Zeug billiger produziert werden konnte, weil das Geld, das ich durch meine Effizienzfortschritte spare, das stecke ich ja nicht in die Matratze oder verbrenne es, sondern ich nutze es, um mehr Zeugs zu produzieren. Das ist ja gerade die Dynamik des Kapitalismus. So, das heißt, das ist das Grundproblem und die Ostblock-Wachstumswirtschaften haben sich einfach nur auf einen Wettbewerb damit eingelassen, den sie nicht gewinnen konnten. Deswegen habe ich ja geschickterweise auch nochmal Chavez mit reingebracht. Ja, das ist also die extraktivistischen, also du hast auch Ecuador, Bolivien, Venezuela, also diese sozialistischen Länder. Das anfängt ja auch das Thema Emissionshandel, der so nebenbei in so einem Nebensatz reingekommen ist, aber das ist sicherlich es kann ein Ansatzpunkt sein, dass CO2 an der Stelle einfach einen Preis auch bekommen muss in unserem System dort auch mit, das Aufbrauchen von Ressourcen, dass es bepreist wird und auch in einem Wachstum eine Rolle an der Stelle spielt. Das heißt, du denkst innerhalb des Systems weiter, du willst raus.
Also Emissionshandel hat einfach an keiner Stelle dazu geführt, dass signifikant Emissionen reduziert wurden. Punkt. Und wir haben nun mal ein Zeitproblem. Dann nehmen wir mal den Punkt und sagen, wir haben eine neue Mitdiskutantin. Herzlich willkommen, super. Und würden gerne wissen, wer du bist und mit welchem Interesse du hier vorkommst. Willst du eine Wahlempfehlung für den Herbst? Was ganz anderes? Ich bin Jaycee und ich bin von Ecosia da. Er hatte uns gestern angeschrieben und so ein bisschen gesagt, was Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Und hab gesagt, ja, Green Hacking und so weiter, was bringt es denn eigentlich? Und ich glaube durchaus, dass man das eigene Verhalten überdenken sollte und vielleicht auch anderen Menschen Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie sie es ändern können. Und dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mobilisieren lassen, um auf die Straße zu gehen und sich politisch zu engagieren. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, vielleicht sogar viel mehr, die nicht sehr schnell was an ihrem Verhalten grundlegend ändern würden. Und die nutzen aber solche Sachen wie Share the Meal oder die machen bei so einer ALS Ice Bucket Challenge mit und die suchen jeden Tag im Internet und das würden sie wahrscheinlich sowieso tun. Also sowas wie diese Ice Bucket Challenge, wo ich so ungefähr, nachdem ich es das erste Mal gesehen habe, schon abgenervt war, findet ihr gut und habt die Hoffnung, die Jonas vorhin geäußert hat, dass dann, man kann es nicht nachvollziehen, aber bei dem einen der anderen doch was hängen bleibt außer diesem Moment. Also ich habe davon auch nicht wahnsinnig viel mitgekriegt und hätte das auch vergessen, wenn ich nicht heute auf Facebook bei The Guardian einen Artikel gesehen hätte, in dem drin stand, ob man es glaubt oder nicht. Es kam tatsächlich einiges an Spenden zusammen, mit denen sehr viel Forschung finanziert werden konnte und so weiter und so fort. Deswegen sollte man meiner Meinung nach nicht zu zynisch sein, wenn es darum geht, ja, Likes zu verteilen oder eben wie bei Share the Meal irgendwie zu sagen, jetzt habe ich gerade irgendwie mein Mittagessen fotografiert und könnte einfach auch mal auf den Knopf drücken und 40 Cent spenden oder 50 Cent. Und genauso finde ich, dass man den Kapitalismus, wenn man schon nicht sofort etwas ändern kann am Verhalten der Menschen, dass man sich den auch möglicherweise zu Nutzen machen kann und sagen kann, die Menschen werden im Internet suchen, egal mit welchem Anbieter, mit dem Besten vermutlich. Und je nachdem, wie man sich so verhält, wird man womöglich auch auf Werbung klicken und dadurch lässt sich sehr viel Geld machen. Und das kann man sich zu Nutzen machen, um Projekte zu unterstützen. Und es gibt ein paar Anbieter wie uns, die wohltätige Zwecke unterstützen. Und ich glaube, solange man nicht sofort sagen kann, alle sollen sofort ihr Verhalten ändern, beziehungsweise die Politik zieht mit und so weiter und so fort, ist eine relativ kurzfristige Lösung, sich sowas zu Nutzen zu machen. Okay, aber das mit der Zeit ist natürlich der springende Punkt. Also die Klimaschutzziele von Paris, und das ist ja eigentlich der Sockel, auf dem wir hier diskutieren, nicht mehr als 2 Grad Erwärmung, wenn es geht, wäre weniger auch hübsch. 1,5 Grad sollte man tatsächlich mal benennen. Ja, 1,5, wenn es denn geht und so. Und man macht es Menschenmögliche und man nennt es eine Vereinbarung und nicht einen Vertrag und es gibt keine Sanktionen und niemanden, der es nachhält. Das heißt, die fossilen Brennstoffe, von denen du sagst, die sollten mal lieber da bleiben, wo sie sind, die dürften wir höchstens noch bis 2040 benutzen, sagen Studien. Du sagst Bullshit, wesentlich kürzer. Und wir müssten tatsächlich ziemlich pronto umstellen auf Erneuerbare. Das ist so wahrscheinlich, wie dass eine Lesbe nächstens Päpstin wird oder bis 2040, nämlich eher unwahrscheinlich. Von daher sind natürlich das, was du formuliert hast, Hendrik, und das, was du sagst, lieber die kleinen Schritte als keine. Das ist menschlich nachvollziehbar, aber Tacio würde sagen, schockt's halt nicht. Naja, es lässt sich ja durchaus viel bewegen. Also ich weiß nicht genau, wie viel bei Share the Meal und diesen ganzen anderen sehr klugen Initiativen zusammenkamen. Wir haben fast 5 Millionen Bäume pflanzen können, was nicht wahnsinnig viel ist. Es würde sehr, sehr viel mehr gehen, aber je mehr Menschen Alternativen zu solchen Monopolisten wie Google etc. nutzen, desto mehr geht und desto mehr wird es aber natürlich auch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und desto mehr Druck kann man damit ausüben. Und wenn man damit vielleicht auch nicht unbedingt den ganzen Planeten wieder aufforstet, was eigentlich unser Ziel ist, aber das, naja, also wir bräuchten 600 Jahre, um die 1 Milliarde Bäume zu pflanzen, die wir eigentlich bis 2020 pflanzen wollen, aber wenn man mit solchen Ideen zumindest andere Unternehmen inspiriert oder anregt, einen gewissen Teil ihrer teils horrenden Einnahmen für irgendwas anderes zu verwenden, als an Investoren zu geben und so weiter und so fort oder politischen Druck auszuüben, dann ist damit auch was getan. Und wie gesagt, unsere Sicht ist, Menschen suchen im Internet. Das ist auch eine kleinere CO2-Schleuder, als mit dem SUV in die Bibliothek zu fahren, also dann lieber im Internet suchen.
Und solange Menschen das sowieso tun, kann man sich das zunutze machen und das einfach als Werkzeug nutzen, ob es jetzt um Bäume pflanzen geht oder Impfstoffe finanzieren. Okay, also ich glaube, du hast dein Unternehmen gut vertreten. Vielen Dank, dass du nach vorne gekommen bist. Aber bei dir, Tanja, habe ich irgendwie jetzt so im letzten Drittel des Redebeitrages gesehen, dass du nicht so d'accord bist, oder? Oder doch? Doch. Oder bist du kurz in dich gegangen, um nachzudenken? Ich habe zugehört. Okay, ich hatte das Gefühl, du formulierst den Einwand. Nein. Ich würde gerne einmal formulieren. Und zwar wirft man den antikapitalistischen Radikalen ja immer vor, dass wir irgendwie unrealistisch sind und Phantasten und so weiter. Ja, aber ich fand es viel schlimmer gerade noch, Zynismus war eigentlich. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Tatsächlich sind wir an dem Punkt nicht die Zyniker. Wir sind an dem Punkt die Realistinnen und Realisten. Wenn wir sagen, das Pflanzen von ein paar Bäumen steht in überhaupt keinem relevanten Verhältnis zu dem, was wir tatsächlich bis 20, also Deutschland müsste nach der einen Studie, die durchgerechnet hat, was wir machen müssten, um auf 1,5 Grad zu kommen, Deutschland müsste 2025 aus der Kohle komplett ausgestiegen sein. 2025 gibt es eine Studie bisher, die es durchgerechnet hat. So, und da muss ich einfach sagen, wenn wir in Deutschland leben, dann müssen wir aus der Braunkohle aussteigen. Deutschland macht aber die Welt nicht vor allem mit der Braunkohle kaputt, sondern durch unseren riesigen, komplett hypertrophen, durchgeknallten Autosektor. Jede deutsche Kanzlerinnen und Kanzlerschaft, das heißt eine Autokanzlerinnenschaft, und dadurch zerstören wir die Welt am allereffektivsten. Und wenn wir sagen, wir pflanzen ein paar Bäume, dann ist das einfach eine im psychologischen Sinne fetischistische, also ich mache das, damit ich nicht darüber nachdenken muss, also nicht im sexuellen Sinne, das ist ein anderer Fetischismus, anderer digitaler Salon vermutlich. Haben wir schon. Ich habe dich auch eingeladen. Jedenfalls ist das eine fetischistische Handlung, weil das dann einfach sagt, okay, ich mache das hier weiter. Ich wähle weiter die Sozen oder die CDU oder die FDP. Ich nehme weiter teil am deutschen Exportmodell und ich mache nichts gegen die Braunkohle hier. Das ist der psychologische Effekt, der auch tatsächlich nachgewiesen ist in vielen Studien von vielem von diesem Atmosphäre-Button drücken, wo ich im Internet dann mein Flugticket kaufe und dann sage, ach, dann pflanzen irgendwelche Leute noch irgendwelche Bäume. Ich gucke jetzt auch nicht genau hin, ob die Bäume da gepflanzt werden, wo vielleicht schon indigene Völker wohnen und von ihren Ländern verscheucht werden, was tatsächlich nicht nur ein marginales, sondern ein ganz reales Phänomen ist, weil man muss ja diese Bäume irgendwo hinstellen und mittlerweile gibt es halt nicht mehr so viele ganz freie Flächen. Okay. Und da muss man sagen, diesen Fetischismus, der ist unrealistisch und der ist zynisch. Das ist jetzt natürlich fies, dass die Rednerin schon nicht mehr hier sitzt. Fishbowls funktionieren auch meistens so, dass man nicht bei jeder Geschichte wechselt. Naja, aber ich finde, es ist so ein bisschen, es muss ja dann möglich sein, zu erwidern und hin und her zu erwidern und nicht nur zu sagen, piep oder... Sie hätte auch deswegen auch noch gerne da bleiben können, weil deswegen meine ich, Fishbowls funktionieren auch, wenn man ein bisschen länger teilnimmt. Das meine ich, aber freut mich auch zu. Ich würde gerne einfach noch so quasi als Regieanweisung sagen, die Radiosendung ist jetzt rum, weil mehr Zeit habe ich einfach nicht im Radio, aber ich finde, wir sind an einem nicht ganz unspannenden Punkt, also... Wenn ihr nicht findet, lieber jetzt Wein trinken, dann könnten wir auch noch ein bisschen weitermachen. Ich würde ganz gerne Wein trinken und trotzdem weitermachen. Ist das in irgendeiner Form machbar? So. Ja, das ist mit Sicherheit machbar, oder? Das ist eine Einladung gewesen. Ja. An den Wein, ja. So, also, ich würde ja gerne, bevor du dann endlich auch zu Worte kommst, doch nochmal fragen. Ich reite ja schon dauernd rum auf der Wahlempfehlung, die ich mir doch gerne abholen würde. Jetzt hast du gerade schon ein paar genannt, mit denen das alles nicht laufen wird, deiner Ansicht nach, Tatjo. Siehst denn du, Tanja, ihr seid ja sicherlich auch, ich sag mal so im lobbyistischen Sinne unterwegs, siehst du denn eine Partei, die diese, sagen wir, hehren Ziele von Tatjo oder die etwas kleiner formatigen von euch realisiert und vorantreibt? Das ist ja jetzt schwierig, wir arbeiten ja... Wir sind gemeinnützig und wir werden zu 80% vom Bundesumweltministerium gefördert und deswegen lasse ich da gerne meinen Mitrednern den Vortritt. Ich kann sagen, dass wir schon seit, also CO2 Online gibt es seit 2003, seitdem hatten wir das Umweltministerium unter sehr unterschiedlicher Parteienführung. Wo war es denn am angenehmsten für euch? Ich muss auch sagen, also ich guck mal da drüben zu meinem Mitstreiter. Der kann dazu einiges sagen. Ich muss dazu auch sagen, es sind ja dann auch die Mitarbeiter, die in den Ministerien sind und die in verschiedenen Referaten dort aktiv sind. Und es ist nie ganz einfach, egal unter wem. Die diplomatische Antwort. Und die, oder Johannes. Okay, du hast jetzt kein Mikro, aber vielleicht fragst du es einfach rein. Also, die bürgerliche Öko-Partei. Ja. Und danach bedurfte es Tanjas meisterhafter Kommunikation, um auch gut mit den
Ja, okay. Aber ich muss auch sagen, auch unter einem Herrn Röttgen, weil es da dann einfach deutliche Bekenntnisse zu bestimmten Sachen gab, ja, wie gesagt, also man muss immer sagen, auch die Kombination aus Schwarz-Grün wäre mal ganz spannend vielleicht. Ah, okay, interessant. So, jetzt wüsste ich gerne, wer du bist und mit welchem Begehr nach vorne gekommen. Ja, hi, ich bin Marina Wolf, ich habe Volkswirtschaftslehre und Politik studiert. Und bin nebenher, also mein Schwerpunktthema ist dabei auch Klimawandel und eben Energiesysteme und Nachhaltigkeitsfragen im Prinzip. Und insofern kenne ich mich auch ein bisschen aus, hoffe ich. Und ich fand, dass so ein bisschen viel irgendwie durcheinander geredet, also so viel irgendwie durcheinander geworfen wurde, weil... ist das meins überhaupt? Entschuldigung. Meiner Meinung nach, klar müssen wir auf jeden Fall über Wachstum reden und... ich glaube, die große Herausforderung beim Klimawandel ist, dass der immer weiter voranschreitet und wir deswegen nicht mehr umherkommen, uns darüber Gedanken zu machen, oder wir sind sozusagen auch global einfach irgendwann gezwungen, unser Verhalten umzustellen. Es gibt aber für mich, also man muss ja trotzdem auch über Lösungen reden, und dann ist natürlich die Frage, wo kann man da ansetzen? Und da gibt es auf der einen Seite eben Verhaltensstrukturen, die eben über Medien wahrscheinlich auch beeinflusst werden können, aber leider habe ich dazu keine Studie gelesen. Das andere sind strukturelle Prozesse, die man eben anleiten kann. Und ganz groß dabei gehört eben die Energiewende. Und die eben, also weil Energie eben den größten der größte Sektor ist, der den zu den Emissionen beiträgt. Und mein Punkt ist, dass man da, glaube ich, differenzieren muss, weil zum Beispiel Smart Meter haben natürlich einmal irgendwie die Funktion, um Verhalten zu ändern, eben um den Verbraucher eben anzustoßen. Aber Smart Meter sollen ja auch zum anderen die Funktion haben, ein Smart Grid auszubauen. Ich glaube, das war der Punkt, den du eigentlich machen wolltest. Weil es eben möglich sein muss, gerade dass wir aus den fossilen Energieträgern aussteigen können und Erneuerbare machen können. Das heißt auch eine Dezentralisierung vom Energiesystem. Und dann müssen eben alle Haushalte und alle Erzeuger eben ans Netz angeschlossen werden. Und, das heißt, du möchtest die beiden wieder versöhnen, Hendrik und Tachio? Weiß ich nicht. Ich bin, also es gibt jetzt ja das Digitalisierungsgesetz der Energiewende und ich bin definitiv auch gegen Zwangseinbau so. Aber grundsätzlich finde ich, gibt es halt eben diese zwei verschiedene Funktionen von Smart Meter. Das eine ist eben das Verhalten, die Verhaltensänderung, und das andere eben was Strukturelles. Und dann wäre vielleicht auch die Frage dann, klar, wir müssen irgendwie zu einem System kommen, das eben den Klimawandel berücksichtigt und Produktion und vor allem, also Konsum und Produktion, was hier verbunden ist, eben einschränkt. Das will aber doch niemand im Wahlkampf. Das ist ja, dann, das ist ja wie Veggie Day. Das war tatsächlich gerade radikaler, als ich bisher gesagt habe, aber go on. Also Konsum einschränken, wer will das denn? Genau, aber da kann man ja dann auch mit über Ideen reden. Also es gibt ja die Idee von einer Circular Economy, es gibt die Idee von einer Sharing Economy, es gibt eine Idee von, wo ja auch zum Beispiel die Energiewende auch dazugehört. Und vielleicht sind es eben kleine Schritte, die uns eben dahin bringen können. Und ich glaube eben, dass genau da, um dann wieder die Medien mit reinzubringen, sehr, sehr wichtig sind, um die auch zu vermitteln oder den eben alle aus der Gesellschaft irgendwie mitzunehmen und nicht nur Aktivisten und diejenigen, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen. Weil es eben eine sozioökologische Transformation ist. Das heißt, wir müssen der Ökologie gerecht werden, aber wir müssen eben auch der Gesellschaft und jedem gerecht werden. Ansonsten gibt es keinen, also genau, das wäre eigentlich nur so mein Beitrag. Seht ihr zwei beide euch wieder im letzten Redebeitrag, dass ihr doch wieder ein bisschen näher zusammenrücken könnt? Oder ist das Tischtuch zerrissen? Also es ist gar nicht zerrissen, das Tischtuch. Ich finde es charmant und darüber hinaus, aber... Ich versuche mich irgendwie in so eine Blumenecke zu stellen. Also die offizielle Wahlempfehlung des Abends haben wir ja jetzt schon festgelegt. Ich habe dazu noch weitere Nachfragen. Veto, da kann ich mich aber jetzt so ging es ja darum, dass die Zuhörerin und Mitdiskutantin sagt, ihr zwei beide müsst euch doch gar nicht so schwer miteinander machen. Ihr seid vielleicht dabei. Wir sind ja auch völlig entspannt. Also ich fand das ganz schön, weil es eine... ich versuche jetzt das trotzdem nochmal mit der Wahlempfehlung, weil die sozusagen noch als Ergänzung würde ich mir natürlich wünschen, dass es eine gäbe, die, jetzt komme ich so ein bisschen technikoptimistisch um die Ecke und dann kannst du machen, was du willst damit.
die einen Einblick darin hätte, und das ist wahrscheinlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was für Handlungsfreiräume und Chancen wir eigentlich überhaupt gerade haben bei der Regulierung von auf der einen Seite sozusagen dem Energiemarkt, aber insgesamt auch unseren Infrastrukturen, die wir hier haben. Und das ist ja höchst problematisch und Parteien mit hehrem Anspruch und Interpretationshoheit haben sich dann wieder schnell in die Marginalien verloren. Denn dass die Aspekte, die du da ansprichst, wir haben eben im Internet ganz tolle Produktionsmechanismen, die es eben schaffen, da wir in digitalen Gütern die tolle Möglichkeit haben, Dinge mehrfach zu nutzen, also einen Apfel dreimal zu essen, ohne dass der Apfel danach überhaupt weg ist. Wie geht das denn? Das ist ja Zaubermei. Der Apfel ist doch immer angebissen. Oder zum Teilen anregen. Bitte? Oder zum Teilen anregen, genau. Oder eben doch in so einem Prosumentenmechanismus einzusteigen. Und gleichermaßen gilt ja für das, was wir eben seit den ersten Lötereien von Steve Wozniak und Jobs gesehen haben auf der Transistorebene, nämlich dieses enorme überproportionale Wachstum der Leistungsfähigkeit, auch für unsere, zumindest für unsere Solarzellen, für die Wirkungsgrad. Okay, du suchst dir jetzt aus Ihrem Redebeitrag raus, womit du dich anfreunden kannst. Also da war ja auch dieses scharfe Schwert des Verzichts und Konsumeinschränkens. Oh. Ja, genau. Also Verzicht kann man ja verschieden motivieren. Und das eine wäre ja, dass wir sozusagen, wenn man jetzt in New York gerade Taxi fahren will, zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Leute Taxi fahren wollen, ist es einfach absurd teuer, wenn man es bei den Leuten macht, die Uber heißen und selber gar keine Taxen haben und deswegen ganz viele von diesen Dingen auf einmal ausnutzen, die wir da geben. Und für mich spricht überhaupt nichts dagegen, wenn genau diese Energiespitzen das sind, was uns gesamtgesellschaftlich nicht rettet, aber doch ein ziemliches Raucherbein macht, warum machen wir das dann nicht so teuer, wie der ganze Ökoabdruck von dieser Geschichte ist zum Beispiel? Aha. Und da ist eine Grundlage dafür natürlich genau, dass wir viertelstundengerecht oder minutenweise abrechnen können. Okay, und da wäre jetzt nochmal meine Frage, welche Partei ist das nochmal, die die Sachen so ich kenne teuer macht, die wie sie sind? Die kennt ihr, das war halt mein, ich kenne das Optimale unter den Vorhandenen, das Optimum haben wir jetzt diskutiert. Die andere Partei, die gab sich kurz, kam kurz rein, ist dann wieder gegangen. Ich kenne diese Partei nicht. Okay, dann muss ich dich fragen. Dein Brötchengeber ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben gerade einen Wirtschaftsminister, der das EEG ja, demontiert. Du hast es vorhin dargestellt. Wir haben so eine grüne Ökopartei, die immer mal so mit Verboten und so weiter winkt und dann ganz schockiert ist, dass sie dafür nicht geliebt wird. Und wir haben eine Linkspartei, die in Brandenburg eindrucksvoll vorführt, dass sie den Tagebau doch schon ganz schön mag. Und das natürlich, ich will es ja auch nicht, ich will es ja auch nicht so blöd darstellen. Es ist ja in der Tat natürlich schwierig, Tausende und Abertausende von Menschen zu sagen, ihr seid genauso fossil wie das Zeug, was ihr da rausholt. Und wir haben jetzt leider gerade nichts für euch. Ich frage dennoch, welche Partei steht nochmal dafür, die Sachen so teuer zu machen, wie sie sind? Und das auch, wenn sie gewählt wurden? Da kann ich mich auf den Luxus zurückziehen, dass ich zwar in einer linksparteinahen Stiftung arbeite, aber ganz emphatisch aus den sozialen Bewegungen komme. Und da kann man zum Beispiel sagen, schauen wir uns den Atomausstieg an. Der wurde ja sowohl von einer rot-grünen Bundesregierung, da gab es den Atomkonsens 2002, glaube ich, durchgesetzt, als auch von einer schwarz-gelben Regierung, nämlich 2011. Das heißt, das kausale Movens, das Ding, was das verursacht, waren die sozialen Bewegungen. Ich bin im Gespräch mit Leuten von den Grünen, der linke Flügel, such as it is, und ich bin im Gespräch mit Leuten von den Linken, yeah, where is, die drei Menschen, ich kenne sie, glaube ich, alle. Und auch mit den Linken, dann sage ich immer, Leute, ihr habt also die Grünen und die Linken haben beide Kohleausstiegsgesetze in den Bundestag eingebracht. Die Grünen sind bei 2035 als Ausstiegsdatum, die Linken bei 2040. Beide Parteien wissen, dass wenn es keine starke Anti-Kohle-Bewegung gibt, wird diese Forderung nie mehrheitsfähig werden. Sie wissen aber auch, also dass der Anti-Kohle-Flügel der Linken ist auf der Bundesebene dominant. Und bei den Grünen ist es natürlich so, dass die meisten da auch gegen Kohle sind. Alle von denen wissen, dass nur durch starken sozialen Bewegungsaktivismus können die diese Forderung überhaupt durchsetzen. Also kann ich sagen, wer einen Kohleausstieg will, ganz ehrlich, seid in den Bewegungen aktiv, geht zu den Demonstrationen, schreibt Blog-Einträge und geht Tagebauer blockieren. Irgendwann werden auch die unwilligsten Parteien darauf einsteigen. Ich wollte noch mal zwei Sachen sagen zu den Lösungen und den Alternativen, die wir haben. Das mit dem Preis, also dass die Waren ihre real ökologischen Preise ausdrücken, hat natürlich eine soziale Schlagseite. Dürfen denn nur reiche Leute die Umwelt zerstören? Da muss man auch über irgendwelche Gerechtigkeitsminima diskutieren, dass man zum Beispiel bestimmtes
gratis Strom-Grundkontingent hat und das dann bei den Großverbrauchern geht es halt dann irgendwann hinten rauf. Lösungen ganz einfach. Drei, wenn ich drei Policy-Vorschläge machen müsste: TTIP stoppen, EEG wiederherstellen, Kohleausstieg verabschieden. Das sind drei Sachen, ganz konkrete, ordnungspolitische Lösungen. Keine irgendwie Craziness. Also das EEG gab es schon, das wurde kaputt gemacht. Kohleausstieg kann man auch im Atomausstieg modellieren. Und TTIP stoppen ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwer. Da habe ich das Gefühl, also, natürlich ist es schwer. Machbar. Genau, so rum. Genau, das kann man als leicht vorstellbar, dass es nicht passiert. Und das sind eher... Ich würde gerne mal dazu was sagen. China wird jede Woche einen Kohlekraftwerk Oh, die China-Zote. Erstmal, Kollege, kannst du mich meinen Satz beenden lassen? Wir machen hier Peanuts in Deutschland. Wir machen hier Peanuts in Deutschland. Irgendwelche Leute mit anderer Hautfarbe sind immer dafür verantwortlich, unsere Probleme zu lösen. Überall telefonieren. Jeden Tag wird eine Station für einen Mast aufgebaut, damit man überall, wo kein Strom ist, telefonieren kann. Das sind Dieselgeneratoren, die Umwelt vom Allerfeinsten verschmutzen, den Leuten zu erklären, dass ihr Sonne nehmen könnt und so weiter, das begreifen die nicht. Also ganz ehrlich, ne? Erstmal die historische Verantwortung für den Klimawandel liegt bei den Ländern des globalen Nordens. Eins. Darf ich mal was sagen? Ich fand das vorhin mit diesen drei Punkten eigentlich super. Hatte mir eine fantastische Abschlussmoderation darauf basierend überlegt. Super. Und deswegen wirkt das jetzt wahnsinnig uncharmant, wenn ich dich so ausgrätsche. Aber ich würde sagen, dass vielleicht das Postskriptum, wo ihr beide nochmal ins Gespräch geht, gleich über einem bisschen... Not. oder nicht. Das kann ja jeder entscheiden. Aber ich dachte hier, diese Punkte 1, 2, 3... Da ist doch die Katja happy. Könnt ihr alle in die Wahlprogramme gucken und sagen und hinterher feststellen, wo steht denn das drin? Im September wird in Berlin gewählt, nächstes Jahr im Bund. So, wir haben überzogen, es tut mir leid. Ich bin ja, es ist lifelong learning. Ich habe jetzt gelernt, das funktioniert doch. Ich sollte nur früher damit anfangen, irgendwie nicht erst eine halbe Stunde hier quatschen. Deswegen sind leider viele von euch heute draußen geblieben. Ich glaube, wir müssen auch noch mal überlegen, wie wir das handhaben. Mit jemand ruft aus dem Saal was rein oder jemand kommt nach vorne, da war ich auch noch nicht sattelfest. Ich gehe jetzt hier mit Selbstbezichtigung. Ich fand es eine super Runde, hat mir viel Spaß gemacht. Danke euch fürs Kommen, danke. Ich glaube, so der Spell ist gebrochen, dieser Stuhl verschluckt einen nicht. Man kann sich da draufsetzen, kommt lebend wieder weg. Vielen Dank euch fürs Kommen an diesem Tag und an diesem Abend und ich kann euch sagen, wenn ihr, so geht mir das eigentlich relativ häufig, findet, oh, wie war das nochmal und was hat die nochmal gesagt und was war sein Punkt? Sonntag, 21.08. im Radio, kostet auch Strom, aber macht schlau. Hörsaal auf D-Radio Wissen, steht danach online und ist als Podcast runterzuladen. Ich habe ja das Vergnügen, den ganzen Kram nochmal zu bearbeiten. Also mir sind hinterher Sachen oft viel klarer als jetzt hier in der Diskussion. Und am 31. August, ist wieder ein Mittwoch, findet euch bitte abends wieder hier ein. Wir reden dann über Strategien gegen den Hass im Netz. Dankeschön.